Berlin braucht dich ist ein Strukturprojekt und wir versuchen, die interkulturelle Öffnung von Schulen und Betrieben, vor allem den Betrieben des Landes und den öffentlichen Dienst, zu schaffen. Die Schulen und die Betriebe denken, nur weil sie in einer Stadt leben wie Berlin, oder die Institutionen denken, weil sie in Berlin leben, und wir haben ja sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund oder wir haben sehr viele Jugendliche, die eine Migrationsgeschichte haben über ihre Eltern, glauben sie, sie sind geöffnet. Und wir sagen, nein, das heißt es nicht. Es gibt Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, und wir sagen halt, wir sind da, um diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Jugendliche mit Migrationsgeschichte sind Herausforderungen gestellt wie in der Schule, also wenn man das nur auf den Schulalltag schaut, schon, dass sie an Schulen sind, die halt Vielfalt zwar in den Klassenräumen haben, aber Klassenlehrerzimmer haben, die nicht Vielfalt widerspiegeln. Das ist schon mal so ein sehr auffällige Gegeneinander. Also Gegeneinander nicht in dem Sinn von Gewalt, sondern ein Gegeneinander von sehr geschlossen halt. Sehr weißes Lehrerzimmer gegenüber einem sehr unterschiedlich bunten Schulzimmer. Und das fällt halt sehr stark auf. Und das ist so zwei verschiedene Welten irgendwie. Zum Beispiel Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ich natürlich auch, habe das auch sehr spät erst gelernt. Wir haben zu Hause gelernt, schau den Lehrern nicht in die Augen, wenn sie mit euch meckern. Weil das machen wir zu Hause, haben wir das mitbekommen. Wir schauen nicht in die Augen. Und Lehrer haben das sehr oft als respektlos empfunden, haben das immer sehr oft auch mitgesagt, dass sie gesagt haben, wir reden mit denen, die schauen uns aber nicht in die Augen, wir wissen gar nicht warum. Das Verständnis, dass es Jugendliche gibt, die von zu Hause es anders lernen, dass man das halt nicht macht, das hatten sie gar nicht. Wir schicken ja auch gewisse Bewerbungsunterlagen ohne Bilder an die Betriebe und sagen nicht von vornherein, wie ja, diese Schülerin trägt zum Beispiel ein Kopftuch, sie trägt kein Kopftuch, er ist Moslem, er ist kein Moslem, er hat den Hintergrund arabisch nicht, also das wird alles nicht kommuniziert von uns. Sie kriegen zwar die Bewerbungsunterlagen, können sich das eine oder andere zusammenreimen, aber sie erfahren es nicht. Und sie sollen quasi in dem Miteinander, indem sie der Person eine Chance geben, vorurteilsfrei eine Chance geben und sich auf ihn einlassen, ohne die Geschichte dahinter zu kennen, versuchen, auf ihn einzulassen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass Betriebe Schwierigkeiten haben, sich in die Jugendlichen hineinzuversetzen. Also die Entwicklung von Empathie, na klar kann man Entwicklung von Empathie nicht messen, aber dieses Aha, ach so ist das, das haben wir schon gemerkt, dass halt durch kleinste Übungen, von wegen setzen sie sich mal hinein, versuchen sie zu verstehen, dass sie das angefangen haben, wirklich dieses Aha-Moment zu haben.